Spaß, ey. Ey, Spaß, ich bin hier unten, hallo. Ey, it's a prank. Hallo, it's just a prank, bro. Nee. Aber nichtsdestotrotz, Ladies und Gentlemen, ihr alle liebt es, wenn es gruselig werde. Und ich, ja, wobei, ihr eigentlich liebt ihr es nur, wenn ich absolut Angst bekomme und mir wieder halb in die Hose mache, Alter. Und eine Frechheit ist das. Und ich habe auf Instagram ein bisschen meine Nachrichten durchgeschaut und dann habe ich gesehen, ey, ihr habt mir einen neuen WhatsApp-Chat bzw. einen neuen Chatverlauf zugeschickt, den man niemals um 3 Uhr nachts anschauen soll. Deswegen gucken wir den jetzt an. Ich weiß nicht, was es mit 3 Uhr nachts auf sich hat, deswegen schaffen wir 3333 Likes auf dieses Video? Nee, Digga. Und um immer sicher zu sein, vor all den Geistern und sonstiges, damit heute Nacht nicht ein Geist zu euch kommt um 3 Uhr nachts, ja, lasst ein kostenloses Abo da. Wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, wird euch nichts passieren. Ihr seid sicher vor den ganzen Geistern, deswegen passt auf, Leute. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Heute Nacht, 3 Uhr nachts, es wird was ganz Gruseliges passieren. Ladies and Gentlemen, es geht los. Wir sind anscheinend Thomas. Mama, ich komme ein bisschen später. Bin eingeschlafen und habe meine Haltestelle verpasst. Oh nein, Thomas, bitte nicht nachts. Bitte ist es nicht nachts, Thomas. Wenn es nachts ist, haben wir ein Problem. Mama sagt, och, wirklich, Thomas. Meine Reaktion, ich könnte Mutti sein. Warum machst du das immer wieder? Ja, ich warte, aber beeil dich. Okay, Mutter wartet, anscheinend wollen die irgendwo hin. In einer halben Stunde habe ich ein Skype-Interview. Ah, Corona Morona ist ja ein bisschen auf Safety-Basis. Okay, Thomas schreibt, tut mir leid, wir sind bald am Park. Wer ist wir? Ich nehme den ersten Zug zurück. Okay, anscheinend erster Zug, Leute. Aber wer ist wir? In 10 Minuten müsste ich da sein, okay? Wann wirst du endlich erwachsen? Das könnte meine Mutter sein. Ich kann auch nichts dafür. Ich will nur Spaß haben. Hast ja recht, Mama. Entschuldigung, sei nicht sauer. So einfach geht das, meine Damen und Herren. Easy. Oh nein, der Zug hat nicht angehalten. Hä? Himmel nochmal. Thomas, hast du die Haltetaste gedrückt? Mensch, Thomas, was kannst du überhaupt? Ja, hab ich. Ich schwör. Ich weiß nicht, was los ist. Okay, ganz, ganz komische Situation. Alles easy. Jetzt fahren wir so schnell. Hä? Was soll ich jetzt machen? Der Zug... Ach so, wir sitzen im Zug und der Zug hat nicht angehalten. Jetzt check ich's. Ich weiß nicht. Frag jemand. In meinem Waggon ist sonst niemand mehr. Oh nein. Oh nein. Soll ich nochmal die Haltetaste drücken? Mach, Thomas, komm. Ja. Siehst du in dem anderen Waggon, Leute? Okay. Ja, ich sehe den Schaffner. Hallo, frag den doch. Soll ich zu ihm gehen und fragen? Natürlich, Thomas. Jetzt sei nicht so schüchtern. Frag ihn doch bitte. Hallo. Ja, wahrscheinlich fährt der Zug wieder ins Depot zurück. Was ist ein Depot? Keine Ahnung, Bruder. Maschallah, das war's wieder komplett. Frag ihn, was du tun sollst. 3 Minuten später, Ladies and Gentlemen. Thomas ist tot. Das war's mit der Story. Leute, damit Thomas wieder lebt, lasst ein Abo da. Lasst ein Abo da. Und dann lebt Thomas wieder. Bist du da? Was hat der Schaffner gesagt, Ladies and Gentlemen? Thomas, wo ist er? Mama, ich habe Angst. Dankeschön, ihr habt abonniert. Thomas ist wieder da. Sehr gut. Er ist weg. Okay, nee, jetzt mal Spaß. Jetzt wird es langsam echt creepy. Thomas, das ist jetzt nicht lustig. Ich weiß, es ist unheimlich. Ich bin in dem anderen Waggon gegangen und er war nicht mehr da. Hä? Also, so als ob er einfach verschwunden wäre. Wir sitzen in einem Zug. Der Zug hält nicht an und der Schaffner ist einfach so verschwunden. Och, komm jetzt, Thomas. Was hast du in der Schule gemacht? Hast du... Hä? Hallo? Hast du dir was eingeschmissen? Hä? Nee, Mama, hab ich nicht. Ja, besser ist es. Was ist das jetzt? Ich sag dir doch, er ist verschwunden. Mama glaubt ihm nicht. Mama sagt, ey, der lügt. Der Junge ist drauf. Und der Zug fährt immer schneller und schneller. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Ich kann's verstehen, warum die Mutter so reagiert. Okay, mach dir keine Sorgen, Tommy. Geh einfach nach vorne in den Zug. Anscheinend soll diese Geschichte auch wahr sein. Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt sehen. Dann kannst du den Zugführer fragen, was los ist, ja? Ja gut, ich bin ganz hinten. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Okay, Thomas läuft nach vorne. Ich habe schon ein bisschen Angst, Alter. Ich bleib hier. Okay, okay. 5 Minuten später. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott, Mama, was kommt jetzt? Wir hätten, ich wollte es gerade sagen, es gibt keinen Zugführer. Nein! Das muss doch ein Witz sein. Er ist allein in den Zug, Thomas. Du kriegst sowas von Hausarrest. Mama, ich verspreche dir, dass es kein Witz ist. Er ist in einem Zug. Niemand ist drinnen und kein Zugführer. Ich habe Angst. Was ist hier los? Alter, ist das creepy. Stell dir mal vor, ihr fährt irgendwo hin. Oh mein Gott, in welchem Zug bist du denn gestiegen, Tommy? Jetzt kommt's. Was war der Zielort? Wir gucken. Es stand kein Zielort drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin einfach in den Zug hier gesprungen, weil ich spät dran war. Digga, du kannst ja nicht einfach in irgendeinen Zug einsteigen. Ich dachte, es war derselbe Zug wie immer. Oh, tja, offensichtlich nicht. Wir gucken. Wir gucken. Gib mir noch ein paar Infos zu dem Zug. Okay, okay. Wir brauchen Infos. Thomas, wir müssen dich finden. Schnell. Hey Siri, gib mir mehr Infos. Dann kann ich hier im Bahnhof fragen, welcher es ist. Der Zug ging 20.05 Uhr ab North Square. Das ist alles, was ich weiß. Okay, interessant. Wir klären das. Mama, ich hab so Panik. Hilf mir bitte. Oh Gott, Alter. Stell dich vor, ihr sitzt allein in dem Zug, der irgendwo hinfährt. Alter! Oh, das ist zu krank. Warte kurz. Ich rede mit den Leuten im Bahnhof und dann schreibe ich dir wieder. Okay, red mit den Leuten. Bleib ganz ruhig. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Wir gucken. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Okay, aber beeil dich. Ja, wir machen doch. Wer sind wir? Die Mutter oder Thomas? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Zug fährt noch schneller, Thomas. Und nix gut. Guck aus dem Fenster. Okay. Kannst du erkennen, wo du bist?
Wir gucken, es ist dunkel. Es ist auch noch nachts. Ah, ich sehe überhaupt nichts. Ah, Bäume, Büsche, sonst nichts. Thomas, wo fährst du hin, Minion? Also die Leute im Bahnhof sehen nach, welcher Zug das war. Okay, er muss ja irgendwie, es muss ja ein Zug sein, der irgendwie rumfährt. Oh mein Gott, es fühlt sich an, als ob der Zug entgleist. Thomas, halt dich fest. Nein, 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 nein. Es ist ganz bestimmt nichts weiter, Schatz. Oh mein Gott, Alter, die merkt langsam tot. Wie soll es denn nichts weiter sein? Thomas hat hier Angst um dein Leben, Alter, und Mutter sagt, es ist nichts, es ist nichts. Was haben die gesagt, Mama? Wir gucken, wohin fährt der Zug? Jetzt kommt's, Ladies and Gentlemen. Die haben noch nichts herausgefunden, welcher Zug es ist. Oh Gott. Oh Gott, in welchem Zug sitzt der denn? Aber schreib mir nur weiter. Was meinst du, die haben ihn noch nicht gefunden? Das kann doch nicht sein, der Zug muss doch irgendwo gefunden werden. Der fährt mit abartiger Geschwindigkeit und ich glaube, der fährt gar nicht mehr auf Schienen. Wo fährst du hin, Thomas? Thomas, die werden ihn schon finden, Schatz. Warte ab, Mama, ich sehe was. Was kommt jetzt, Thomas? Was siehst du, Bruder? Es ist ein See oder das Meer. Okay, weiß nicht da genau, was davon. Okay, wir können ihn tracken, alles gut. Jedenfalls ganz viel Wasser. Vielleicht wissen wir jetzt ungefähr, wo er ist. Das gebe ich denen gleich weiter. Sehr gut, sehr gut. Thomas, wir finden dich. Wir finden dich. Hoffentlich wurde er nicht entführt oder sonstiges. Guck nur weiter aus dem Fenster und erzähl mir, was du siehst. Mutter versucht zu beruhigen. Wir fahren über eine Brücke. Es ist nebelig. Ab nach Hogwarts, sagst du, Harry Potter oder was? Da ist ein weißes Licht. Ein weißes Licht. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Thomas, bleib ruhig. Alles gut. Eine Minute später. Ah, ich kann nicht hingucken. Ich habe gerade jemanden Zug gesehen. Sprich an. Geh hin, Thomas. Der Schaffner von vorhin. Geh hin. Geh hin. Geh hin. Was soll ich machen? Soll ich zu ihm gehen? Ja, mach! Mach doch! Es ist nur er da! Ja, geh und sprich ihn an. Mach! Sehr gut! Ja, ich gehe hin. Thomas, geht hin, meine Damen und Herren. Behalt dein Handy nah bei dir. Okay, Thomas geht jetzt langsam zum Schaffner. Ich kann nicht hingucken. Ich bin da, mein Schatz. Thomas! Thomas geht in den nächsten Waggon auf den Schaffner zu. Oh Gott, ich kann nicht hingucken. Der Mann sieht Thomas an und lächelt sanft. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Oder lächeln immer ein gutes Zeichen, ne? Oder ein creepy Zeichen. Hallo, mein Sohn. Hä? Schaffner sagt, hallo, mein Sohn. Ich habe auf dich gewartet. Oh nein, können Sie mir sagen, in welchem Zug ich bin? Oh nein. Und wo er hinfährt? Ich muss nach Hause zurück. Ladies and Gentlemen, Thomas, ich fürchte, du kannst nicht mehr nach Hause zurück. Hä? Oh nö, warum nicht? Nö. Du bist vorhin gar nicht eingeschlafen. Hä? Was? Du hast nicht deshalb den Zug verpasst. Hä, was? Du hattest ein Gehirn-Anno-Neu-Düdü. Wie? Was? Ich fürchte ja. Hey, warte, ich check nichts mehr. Es wird tödlich verlaufen. Oh mein Gott, was? Du bist auf der Reise durch die auf die andere Seite gelangt? Ach du Heilige. Ach du Heilige. Aber ich habe doch die ganze Zeit meiner Mutter geschrieben. No way. No way. Wie kann das denn sein? Manchmal, wenn es eine Zeit lang dauert, bis ein Mensch hinübergeht, das war's komplett. Thomas. Thomas ist gerade dabei. No. Können Sie mit dem Menschen kommunizieren, der Ihnen am nächsten steht? Ach du Heilige. Ach du Heilige. Genau, es passiert gerade. Thomas, wach auf, Bruder. Wach auf. Aber du hast nicht mehr viel Zeit. Wach auf, Digga. Du musst Lebewohl sagen. Nein. Kämpf doch, Bruder. Thomas sieht, wie das weiße Licht vor dem Zugfenster noch weißer wird. Das nein. Dann dreht er sich um und sieht, dass der Schaffner schon wieder verschwunden ist. No way. No way. Alter Schwede, Alter, der hat irgendwas mit Gehirn-Dingsbums und... Oh Gott, was? Ladies and Gentlemen, alter Schwede, geisteskranker Chat. Damit habe ich nicht gerechnet, dieser andere Plot-Twist. Absolut, ich dachte, der wäre entführt worden und irgendwer will ihn jetzt, keine Ahnung. Ich bin raus. Ladies and Gentlemen, wenn ihr mehr Text-Chats und mehr kranke Chats sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Dann machen wir noch einen zweiten Teil. Abonniert kostenlos den Kanal, dann passiert euch sowas nicht, Alter. Dass irgendwie auf einmal Geist bei euch steht oder eben in einem Zug fahrt oder so. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen. Klickt hier aufs letzte Video. Ich bin raus. Oder? Ach du heilige Banane. Ei, 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 ei.